Von 15.000 auf 60.000. Meine Erfolgsgeschichte im Trading und der Erfolg meiner Schüler. Ich habe mich entschieden, in diesem Jahr das Ergebnis vom letzten Jahr, also von 5.000 zu 16.000 im Trading, selber zu wiederholen und es gleichzeitig meinen Trading-Schülern beizubringen. Meine Trading-Strategie und Techniken führten zu erstaunlichen Ergebnissen und ich konnte mein Startkapital von 15.000 auf 60.000 erhöhen. Auch meine Trainingsstudenten zeigten konstante Erfolge und konnten ihre Trainingfähigkeiten deutlich steigern. In diesem Video möchte ich detailliert über meine Erfolge im Training und die Fortschritte meiner Schüler berichten. So, kommen wir nun zu den ersten Phasen. Und zwar möchte ich als erstes über meinen Trainingerfolg sprechen und im Nachhinein spreche ich über den Erfolg meiner Studenten, damit wir das systematisch abarbeiten. So, und dazu wechsle ich natürlich auf einen anderen Monitor und ich möchte euch hier zeigen, wie gesagt, letztes Jahr oder zu Beginn dieses Jahres habe ich ja mit knapp 16.000 oder 15.000 angefangen, 15.000 angefangen, mein erster Trade war am 10.01.2022, mit zwei Kontrakten habe ich angefangen und tatsächlich habe ich dieses Jahr 2022, mit 8 Kontrakten beendet, eine Gesamtrendite von 378% und eine Bilanz, quasi so, Performance, meine Kontogröße hat 75.213 erreicht. Ja. Wie ist dazu gekommen, das möchte ich dir euch auch kurz zeigen, und zwar habe ich, wie gesagt, das ist mein Training-Tagebuch und ich möchte es jetzt quasi Monat für Monat euch zeigen, wie die Entwicklung zustande kam. Wie gesagt, das ist die Kontogröße. Das ist ein reiner Gewinn von 79.500. Eine Winrate von 63,58% bei 151 Trades. So, fangen wir mal an mit dem Januar. Im Januar habe ich 18 Trades gemacht. 12 Gewinner, 6 Verlierer. War ein Gesamtmonatsgewinn von 1640. Ich mache erstmal den Januar weg, so. Im Februar 17 Trades, Winrate 76%, ich habe 13 Mal gewonnen, 4 Mal verloren, Gewinn von 3870. Wie gesagt, ich habe damals mit 2 Kontrakten angefangen, das heißt hier bin ich ungefähr bei 3 Kontrakten. Im März hatte ich 16 Trades, 12 gewonnen, 4 verloren, 75% Winrate und ich hatte 9180. Mit 4 Kontrakten habe ich hier getradet. Es ist ein unglaubliches Ergebnis, 9.180 in einem Monat mit so wenig Kontrakten. Wie gesagt, Winrate 75%. Da kommt auch direkt der zweitbeste Monat, April. Hier hatte ich nur 70,59% Winrate, bei 17 Trades. Und auch hier hatte ich einen Gewinn von 9.290, aber durchschnittlich mit 5 Kontrakten schon. Und dann kam der Mai. Gab es auf jeden Fall viel weniger Trades, sage ich mal, 13. Meine Winrate war zum ersten Mal, unter 50%. Tatsächlich. Es gab einen Loser mehr als einen Gewinner. Winrate von 46% und trotzdem, ein Monatsgewinn von 3.350 Dollar. Jetzt gucken wir mal den Juni an. 14 Trades, Winrate 57%, Gesamtgewinn 6.630. Juli, wie gesagt, da war ich auf dem Urlaub. 6 Trades, 3 Winner, 3 Loser und trotzdem bei 50% 1.980 Gewinn. August, wie gesagt, zwischen Juli und August hatte ich Urlaub und auch hier 5 Trades, 4 Win, 1 Loser, direkt 5.880 Gewinn gemacht. Durchschnittlich Kontraktzahl, mit der ich schon in diesem Monat getradet habe, war 7. Los. So, und jetzt kommen wir zum September und da habe ich tatsächlich nur 11 Trades, eine Winrate von 36,36% und ich habe auch einen D-Monat. Trotzdem ein Gewinn von 2.370 Dollar. Und das ist, wie gesagt,
hier spricht der Zauber vom Chance-Risiko-Verhältnis. Ja? Das heißt, bei 50% bin ich ja sehr gut im Plus. Und hier können wir das sehr gut sehen. Ja, dass ich selbst mit 7 Losern und nur 4 Gewinnern, ja, trotzdem einen Gewinn habe. Und das ist, wie gesagt, das Chance-Risiko-Verhältnis, was hier spricht und was eine positive Wende spricht. Ja, das selbst, kannst du dir mal ausrechnen, selbst mit 36% Winrate, ja, bin ich langfristig sehr profitabel. So, gehen wir mal zum Oktober. Ja, Oktober, 18 Trades, 61% Winrate, ja, 4530 Gewinn. November, 11 Trades, ja, 63% Winrate, 6800 Gewinn. Und natürlich Dezember, ja. Hier gab es so gut wie gar nichts, weil wie gesagt, der Markt war schon sehr leise oder sehr ruhig. Ja, 5 Trades, 4 Winner, 1 Loser. Macht Gesamtmonatsgewinn von 3.170. Und das ist genau der Punkt, über den ich reden möchte, ja, der Trading-Erfolg. Wenn du eine Strategie, wenn du ein Trading-System hast, wie ich es dir gerade gezeigt habe, ja, der Monat für Monat, wo du konsistent Gewinne machst. Ja, relativ kleine, das Risiko ist überschaubar. Ja, und das, jetzt möchte ich dir noch eine Sache zeigen, weil so einfach, und dass du nur einen Gewinn gesehen hast, ja, so einfach war es tatsächlich nicht, weil eine Sache muss ich dir noch kurz zeigen, und zwar, das nehme ich mal kurz hier raus, und wie du gesehen hast, ja, es war ja wie gesagt, alles hat hier im Gewinn geendet, und du hast, während ich dir das Geld gezeigt habe, gar nicht die Phasen gesehen, sage ich mal, wo ich in einem Drawdown war. Und jetzt möchte ich dir hier zeigen, ein Drawdown ist eine Verlustphase, ja, die vorgekommen ist. Und die möchte ich dir auch hier zeigen. Wie gesagt, ich habe das Jahr angefangen am 10.01.2022. 16.07 war mein erster Trade in diesem Jahr. Ja, mit zwei Kontrakten, das war ein Plus, Minus, Null. Am selben Tag den zweiten Trade gemacht, war ein Minus. So, und hier siehst du ja die Anzahl an Kontrakten, die ich getradet habe. Hier die Kommission, also die Börsengebühren und hier natürlich... sag schnell, Gewinn-Verlust-Phasen, ja. Und wir achten jetzt einfach mal auf die Kontraktanzahl, die ich getradet habe. Und du siehst, ja, ich bin vom zweiten auf den Kontrakt aufgestiegen. Das war am 15. Februar. Ja, war mein erster Aufstieg. 15. Februar. Vom dritten Kontrakt auf den vierten, ja, war schon der zweite Dritt, also der 2. März. Vom vierten auf den fünften. Der 21. März. Ja, knapp ein bisschen mehr als 2 Wochen. Vom 5. auf den 6. der 6. April. Na, da bin ich auf 6. aufgestiegen. Und dann bin ich aber gleichzeitig schon vom 6. auf 5. Kontrakt abgestiegen. Und zwar am 11.04. Ja, wieder abgestiegen. Lange Zeit mit 5 getradet. Dann gab es wieder den Aufstieg auf den 6. Kontrakt. Am 26.04. Das heißt, im April gab es Rambazamba, ja. Dann habe ich echt um jeden Zentimeter gekämpft. Und dann ging es natürlich sehr schnell vom 6. auf den 7. Und hier passiert das, was ich auch meinen Studenten, meinen Schülern sage, ja, dass es entweder mal eine bestimmte Positions- oder Kontraktgröße führt automatisch zu einer bestimmten psychischen Belastung, aus welchem Grund auch immer. Ja, das entscheidet sich das Unterbewusstsein. Und bei mir war es tatsächlich sehr lange Zeit der 4. Kontrakt. Ja, jetzt kann man natürlich hier nicht sehen. In diesem Beispiel, weil die habe ich schon davor, die Jahre davor überwinden. Und in diesem Jahr war mein 7. Kontrakt tatsächlich etwas Schwieriges. Und wie du hier sehen kannst, ja, wie gesagt, bin ich auf 7. Kontrakt abgestiegen. Und da gab es zum ersten Mal kein Setup. Das heißt, ich habe zum ersten Mal die Regeln gebrochen. Ja, minus 700 in Dollar, also in Geldwert. All meine Regeln gebrochen, das heißt, ich habe meine Konsistenzpunkte verloren und musste wiederum absteigen. Ja, in der Woche, wie gesagt, deswegen siehst du 2 Trades und ich bin direkt auf 6 Kontrakte abgestiegen. Da ich ja keine Konsistenzpunkte hatte, musste ich einen Folgeabschnitt hinnehmen auf 5 Kontrakte. Dann ging das wieder eine Zeit lang gut, dann bin ich wieder auf dem 6., am 6., 23. Juni
wieder auf den 6. Kontrakt aufgestiegen. Ja, am 22. August tatsächlich wiederum auf den 7. Kontrakt aufgestiegen. Ja, und sah ziemlich gut aus, eine Zeit lang, habe mich lange auf den 7. Kontrakt gehalten. Und dann kam es zum Schluss wieder kein Stop, wieder Freestyle-Trades gemacht, wieder vom Plan abgewichen, das heißt ja wieder alle meine Konsistenzpunkte verloren und musste direkt absteigen. Ja, wie ihr hier sehen könnt, von 7 Kontrakten auf 5 Kontrakten. Ja. Dann bin ich vom 5. wieder auf 6. aufgestiegen am 20.09. Da kam es den 3. Aufstieg auf den 7. Kontrakt. Ja, am 12.10., also 12. Oktober. Und auch hier, ja, hab mich nicht lange halten können. Weil da sieht man sehr schön, ja, warte mal, wo war das, die 7 Kontrakte? 70, einmal gewonnen, 2700, dann minus 700, 70, 70, minus 700, minus 700, plus 770, plus 2170, minus 700, ja. Und wie gesagt, dann haben die Punkte wahrscheinlich mir nicht gereicht, um tatsächlich, ja, weiter mit 7 Kontrakt zu traden. Und ich musste wiederum am 25. Oktober absteigen auf den 6. Kontrakt. Da haben mir die Punkte wieder nicht gereicht, um konsistent zu sein. Ja, die Konsistenzpunkte fehlen. Weil das ist, so wie es aussieht, hier war das der Fall. Ja, ich habe 3 Minuspunkte bekommen. Ja, deswegen, wie gesagt, bin ich kurzfristig auf 5. Kontrakt abgestiegen. Ja, das ist immer mit Money Management. Ja, das Risiko minimieren. Das heißt, wenn ich einen Fehler mache, minimiere ich das Risiko, indem ich die Kontraktzahl runterfahre. Und dann, wie gesagt, versuche ich wieder, mich zurückzukommen. Und das war der 4. Versuch oder 4. Anlauf auf den 7. Kontrakt, mich zu behaupten. Und der erfolgte am 21. November. Ja, hatte ich tatsächlich den 4. Versuch. Und in diesem 4. Versuch habe ich tatsächlich geschafft, die 7 Kontrakte zu traden und anschließend sogar auf den 8. Kontrakt aufzusteigen. Das heißt, ich habe mein Jahr mit dem 8 Kontrakten beendet. Und das ist eine sagenhafte Leistung, wenn du so überlegst, wo ich mit 2 Kontrakten begonnen habe, wo mein Gewinn bei knapp 500 Euro lag, oder Dollar, ja, und der Verlust bei 200 Dollar. Und hier siehst du, mein Gewinn liegt bei 2480 und mein Verlust bei minus 800. Ja, das heißt, ich habe die Ausgangssituation vervierfacht. Und das dadurch, ja, dass das vervierfacht, siehst du fast das Ergebnis, ja, das ist die Vervierfachung meines Startkapitals. So, und natürlich, wahrscheinlich bist du auch sehr daran interessiert, wie meine Studenten abgeschnitten haben, denn das wollte ich auch quasi in diesem Video erwähnen, weil das erste Jahr, wo ich das quasi meine Studenten aufgenommen habe, und ich muss auch hier sagen, es ist eine überragende, zu meiner Überraschung, ja, verblüffende Ergebnisse sind passiert, und zwar alle meine Studenten, die aktiv dabei geblieben sind, die aktiv das ganze Jahr mitgemacht haben, sind konsistent geworden. Das heißt, sie haben die Trading-Strategie nicht nur das Wissen oder die Information bekommen, sondern die sind in der Lage, das wirklich umzusetzen. Und sie haben seit Wochen und Monaten konsistent getradet. Ja, wie gesagt, das heißt, sie haben es geschafft, nicht nur meine Strategie zu erlernen, sondern wir haben auch geschafft, sie umzusetzen, damit Geld zu verdienen. Und hier möchte ich natürlich den Ausdruck oder die Entwicklung meiner Studenten zeigen. Ja. Sekunde, darauf muss ich kurz auf den anderen Monitor wieder switchen. Und hier sehen wir einfach mal Discord, damit du weißt, ja, Discord ist ein Tool, wo ich quasi mit meinen Studenten unsere Live-Trades posten, unsere Hausaufgaben, ja, in diesen Sprachräumen traden wir zusammen. Trading drum, ja, Paper Trading, wie gesagt, machen wir zusammen Paper Trading 1:1 Coaching. Und das sind natürlich der eigene Channel später, wenn du, sag ich mal, aus meinem Coaching ausscheidest, ja, bleibst du trotzdem das alles für dich erhalten und du rutschst einfach nur in den Absolventen, wo du mit den anderen Absolventen dich austauschen kannst, ja, wie dein Trading ist. Und wie gesagt, hier möchte ich dir ein paar Beispiele meiner Studenten zeigen, die sich einfach nur, wie sie sich entwickelt haben. Ja, hier in diesem Beispiel habe ich Stefan, wie gesagt, der fängt mit dem Gewinn an. Ja, plus minus null, Verlust, Gewinn. Ja, aber das, was mir viel wichtiger ist in seiner Entwicklung, dass er es langsam aber sicher begriffen hat, dass er das, was ich mache, ebenfalls nachmachen kann. Ja,
Wie gesagt, hier noch kein gutes Ergebnis gehabt für die Woche. Ja. Wie gesagt, da gab es auch technische Schwierigkeiten. Aber nachdem die Schwierigkeiten, sage ich mal, gelöst worden sind, hat sich auch dementsprechend sein Ergebnis, ja. Auch hier, was Wilfried meint, es hat ein bisschen gefehlt, um vollen Gewinn abzunehmen. Ja, Gewinn. Wie gesagt, ja, das ist was, was ich mit konsistent meine. Konsistent heißt, dass du eine Trefferquote von 50% hast. Und du scheinst ein Risiko von mindestens von 2,5 zu 1, wie sie hier bei uns haben. Ja, und das über einen längeren Zeitraum. Quasi Woche für Woche, Monat für Monat erzielst. Damit, wie ich es dir davor gezeigt habe, auch damit du auch selbst, wenn du 33% Trefferquote hast oder 36%, immer noch dein Konto im Gewinn ist. Ja, und wie gesagt, ab diesem Moment, ab Ende Oktober hat Stefan angefangen, konsistent zu werden. Ja, 6 Trades, 50% Winrate. 50% Winrate. Ja, 67% Winrate. Na, gab's wieder mal eine schlechte Woche, aber das ist verglichen mit den Gewinnen, ja, es ist fast gar nichts. Und hier siehst du einfach nur, ja, auch in Dezemberwochen hat er überragend abgeschlossen. Ja, und wie gesagt, das war nur Stefan. Von Wilfried, glaube ich, muss ich euch nicht mehr erzählen, ja. Weil Wilfried ist, wie gesagt, er hat es nicht nur geschafft, konsistent zu werden, nicht nur aufs Echtgeld sich zu qualifizieren, sondern er hat es tatsächlich geschafft, ja, sogar mittlerweile das Jahr mit zwei Kontrakten zu beenden. Ja, wie gesagt, er hat mit der Ausbildung angefangen, die Ausbildung abgeschlossen, den ersten Kontrakt gemeistert und mittlerweile sogar auf den zweiten Kontrakt aufgestiegen. Und dieser zweite Kontrakt bedeutet, ja, wie gesagt, dass das Risiko bei $200 liegt, aber der Gewinn ebenfalls zwischen $500 und $600 pro Trade. Ja, und hier können wir einfach mal kurz sehen. Ja, so sieht sein Kalender aus. Ha, zwei Trades. Ja. Hier ist Wilfried, genau. Schöne Performance, alles grün. Auch wenn die Woche zum Beispiel, ne, das hat wie gesagt zwei Trades, 50%, er ist immer noch ein Gewinn. Ja, hier zwei Ticks gefehlt. Dezember. Wie gesagt, Wilfried ist der Erste und das ist seine übrigens Entwicklung, auch mit denen haben wir darüber gesprochen. Drawdown, das ist die Verlustphasen, ja. Und wir können hier sehr schön sehen, er hatte gebraucht tatsächlich drei Anläufe, bis er den ersten Kontrakt gemeistert hat. Das, was ich bei euch mit an meinem Beispiel erzählt habe, mit 7 Kontrakten, so ist es eigentlich gewöhnlich und normal, dass man als Anfänger beim ersten Kontrakt, ja, wenn der Wechsel kommt zwischen dem und Echtgeld, dass man da nervös ist. Das kann man hier sehr schön sehen. Und anschließend hat er die Kurve gefragt, ja, 1, 2, 3 und wie gesagt, im vierten Versuch, ja, wie gesagt, hat er nicht nur die Verluste, sondern er ist weit im Gewinn. Ja, er hat nicht nur die Verluste, die er kurz gemacht hat, wo er so diese Sprünge gemacht hat, sondern er ist, wie gesagt, sehr gut im Gewinn dabei und tradet mittlerweile mit 2 Kontrakten. Ja, dann gibt es ja noch den... Thorsten habe ich ja schon auch einmal im Video erzählt, ja. Wie gesagt, auch er hat eine einmalige, sage ich mal, Entwicklung durchgemacht. Jetzt hat er auch in den letzten Phasen einen Drawdown erlebt, wo er das kennengelernt hat, auch zum ersten Mal in seinem Leben, ist er in eine Verlustphase reingekommen und auch gleichzeitig rausgekommen. Und ich hatte heute ja mit ihm die letzte Stunde noch des Jahres gehabt. Ja, und mittlerweile, jedes Mal, wenn du aus einem Drawdown rauskommst, ja, wenn du einen Drawdown überlebst, es ist so, als ob du, wie gesagt, kommst als viel stärker und viel besser dabei raus. Und heute war er so voller Selbstvertrauen, dass er sich, wie gesagt, auch von mir nicht einreden ließ, sondern machte Schritt 1, 2, 3, 4, 5, war für ihn selbstverständlich. Ja, nicht mehr als Frage formuliert und wie gesagt, auch er, ja, eine überragende Leistung. Ja, guter Trade Kamikaze, wie gesagt. Ja. Man sieht auch die Daumen, das heißt wirklich die Entwicklung, die er durchgemacht hat, ist wirklich, wirklich sehr, sehr gut, ja. Bei Serge können wir uns auch mal angucken, hat auch angefangen. Sehr schwierig gestartet, die ganze Zeit eigentlich nur ein Verlust gewesen. Ja, er kam dann nie wirklich raus. Und zum Schluss, wie gesagt, hat er sich auch für den zweiten Kontrakt qualifiziert. Ja, ich glaube nicht getradet, oder es gab keine Trades, weil er Schicht arbeiten muss. Aber im Endeffekt, ja, wie gesagt, überragende Ergebnisse, auch er macht Gewinne, Gewinne.
Ja. Das war eine Mega-Auflieger. Die beste, die ich jemals hatte, ja. Wie gesagt, er sagt selber, er hat verstanden, wie der Hase läuft, wie es funktioniert, was es heißt, Konsistenz traden, immer wieder das zu wiederholen. Und das sieht man auch absolut an seinen Ergebnissen, ja. Und wie gesagt, nicht nur auf Demo, sondern auch schon mit Echtgeld. Ja. Dann haben wir noch hier Carsten. Das ist ein, ja, wie gesagt, er hat ähnlich wie Serge, ja. Er hat angefangen zu traden. Das ist ein ganz normaler Prozess. Man kommt und erstmal geht's bergab. Ja. Irgendwann mal kommst du in den Drawdown. Ja. Hier ist der Tiefpunkt des Drawdowns. An diesem Punkt hast du den Drawdown überwunden und es geht sofort nach oben. Ja. Und wie gesagt, Drawdown überwunden und in kürzester Zeit. Ja, ich bin maximal glücklich. Ein geniales GIF. Ich liebe es, ja. Weil ich kann voll mitfühlen, dass er sich so fühlt, wenn man wirklich Drawdown schafft, wenn du siehst, die Arbeit lohnt sich, ja, und es zahlt sich aus, konsistent zu sein, dass du, wie gesagt, 3 Monate gefühlt in der Verlustphase warst und dann innerhalb von wenigen Trades nicht nur die Verluste ausgeglichen hast, sondern schon sogar in Gewinn gekommen bist. Und wie gesagt, er hat sich sogar, glaube ich, ja, hier kann man sehr schön sehen, auch unsere Aufstiegstabelle, ja, dass ich 5 Kontrakte mittlerweile, ja. Wie gesagt, auch mein Kompliment natürlich. Ja. Also, wie gesagt, alles überragend. Und das ist das, was ich sagen wollte, dass nicht nur ich die Woche hervorragend oder überragend meiner Meinung nach abgeschlossen habe, ja, mit fast 400%. Auch alle meine Trainingstudenten sind konsistent geworden. Und das ist, was für mich, ja, bedeutet, dass quasi, dass sie, oder ich hoffe natürlich, dass sie jetzt konsistent geworden bin und die nächsten, oder im nächsten Jahr, sage ich mal, ihre 10 Kontrakte erreichen. Ja, wo sie wirklich viel Geld verdienen können. Oder zusammenfassend kann ich ja nochmal sagen, ja, dass wie gesagt, dass mein Trading-System, MacGBB Secrets, einfach nur hervorragend funktioniert hat, ja. Ich konnte innerhalb von weniger Monaten mein Startkapital, ja, von 5.000 auf 60.000 erhöhen. Was eine Rendite von, ja, von über 1.000% ist. Muss man sich mal vorstellen, ja. Über 1.000% in 2 Jahren. Und nicht nur ich habe dieses System profitiert, sondern auch alle meine Schüler sind konsistent geworden. Auch für mich als Coach ist es quasi eine weitere Bereicherung oder einfach auf einen Schritt. Ja, ist ja für mich auch was Neues gewesen. Das ist auch eine Bestätigung, dass nicht nur das System nur für mich funktioniert, sondern dass wirklich jeder mit meinem Trainingssystem erlernen kann und natürlich davon profitieren. Ja? Und jetzt ist die Frage natürlich an dich. Bist du bereit, deine Trainingergebnisse auf die nächste Stufe zu bringen? Ja, dann solltest du jetzt mit mir ein Strategiegespräch vereinbaren. Denn in diesem Gespräch werde ich dir meine bewährte MacGBB Secret Strategie. Sprich, ich werde dir den perfekten Einstieg, ja, die konsistente Strategie und solides Money Management erklären, ja, und zeigen, wie du es für dich nutzen kannst, um mehr Gewinne zu steigern und vor allem erstmal konsistent zu werden. Ja, melde dich jetzt für das Strategiegespräch an. Unter jedem meiner Videos, ja, gibt es einen Link dazu zum Strategiegespräch und lass uns gemeinsam an deinem Trading-Erfolg arbeiten. Klick jetzt drauf und vereinbare einen Termin. Wir sehen uns dann im nächsten Jahr. Macht's gut, bis dann. Bye bye.